Hallihallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint hier im Serverraum im Security Office oder am Security Office und wieder bei mit dabei der Marco. Falsch, jetzt sind wir hier, jetzt ist es ein Dangerous Office. Ja. Okay, ich würde sagen, wir haben hier einen Dicken, der ist tot. Der gar nicht so dick war. Ja, du musst ihm immer auf den Helm schießen, dann sind sie so schnell down, wenn die direkt vor dir stehen. Das hat mir jetzt zweimal den Hintern gerettet. Ist das ja ein Aufzug? Nee. Ist das ein Aufzug? Ich will runter. Nein, das ist kein Aufzug, das ist ein Büroraum. Oh, hier muss irgendwo eine Kiste geben. Unterhalb, ne? Wird ja, ich glaube schon. Aber wenn wir die jetzt nicht finden, dann würde ich sagen, gehen wir schnell weiter. Weiter gehen wir. Boah, ja, ja. Aber da hinten gibt es noch eine. Wir warten da einfach, bis es blaue und lilane Sachen gibt. Und die lilanen, die sammeln wir dann alle ein. Auf jeden Fall. So, noch ein Biwak. Ich finde so viele Sachen, Marco. Ich finde so viele Sachen. Biwak am Destiny. Alles klar, Alter. Was denn? Da stand gerade Biwak am Destiny nochmal was. Ja, aber was denn damit? Ja, Destiny, ja. Spiel Destiny. Biwak Destiny. Das ist doch kein Zufall. Destiny ist auch ein eigenständiges Wort, Marco. Und das heißt? Boah, gute Frage. Destination weiß ich, was das heißt. Destination. Boah. Ich kenne nur, Ja. Ich höre, ich bin ganz Oger. Och. Ich kenne gar nichts mehr, ich hab's vergessen. Oh Mann. Danke, Fliegengedächtnis, Marco. Fliegengedächtnis. Destination. Hier sind voll viele Sachen, ne? Ja, da ist so viel Zeugs, Marco. Was soll man da nur tun? Alles einsammeln. Oder liegen lassen. Oder gemischt. Wir machen so wie Martin Sonneborn. Einmal ja, einmal nein. Einmal ja, einmal nein. Also Kiste. Bei uns einmal einsammeln, liegen lassen. Einsammeln, liegen lassen. Ja, die Information lasse ich liegen. Die Kiste hole ich auf jeden Fall noch. So. Boah, krass. Was? Ein Schießgerät. Alter. Ja, ne? Ich dachte, das ist hier The Forest. Ohne Bäume. Und Wald. Gut, Marco. Schlecht, sagen, Chris. Wo geht's hin? Ich würde sagen. Auto. Integrierter Chipsatz, würde ich sagen. Daemon Microchip. Kaliber 762. Ins Auto. Ach, das war kein Kaliber, sondern die Telefonnummer von Chris. Schütze. Ja. Nein, nicht Passagier. Schütze. Egal. Der ist so. Ach so, ja gut. Deswegen ist der Wagen so lahm. Wir haben Platten. Oh ja, vorne links. Jo. Dann suchen wir uns schnell ein neues Auto. Alter, wir haben immer noch keine Klasse ausgewählt, fällt mir gerade ein. Was sind Klassen? Sniper, Mechatroniker und so. Mechatroniker. Feldwebel, Oberkommandant, Unteroffizier. Wir machen jetzt was Tolles, wir machen jetzt was Tolles. Yeah. Oh, was war das denn? Nix yeah. Tolles. Nö, irgendwie nicht. Alter! Zu schnell. Ein leuchtendes Auto aus dem All! Toll, jetzt geht er natürlich so hoch, dass du drüber springst. Gib Gas, Auto. Vorsicht, Vorsicht. Ich schaff das schon. Oh Gott, das ist ja wie so ein Geschoss, wenn es aufkommt. Alter, wo fährst denn du entlang? Das sind ja die übelsten Gletscher ever hier. Ja, ich merk's. Ich versuche nur irgendwie zu entkommen. Guck mal, wie der jetzt abgeht, ne? Mr. Cookie, Sie wissen schon, der Kurs für das Schlittschuhlaufen befindet sich im Süden. Ach, ich dachte, das wäre Steep, das Winterspiel. Stimmt, das wollen wir auch mal im Winter spielen, wenn draußen Schnee liegt, haben wir gesagt. Das ist,
Das ist ein wunderschönes Spiel, das kann ich nur empfehlen. Ich habe es auch zur Alpha gezockt und ich weiß gar nicht, ob ich's, ich glaube, aufgenommen habe ich es damals auch noch nicht. Du hast es damals gekauft, oder? Nee. Aber auch durch die Geschenkaktion, oder? Hä? Von Ubisoft. Ach, das stimmt, das wurde mal verschenkt, genau. Da, doch, dann brauche ich es gar nicht mehr kaufen. Dann habe ich es ja. Lol. Genau, weil daher hatte ich das nämlich. Ja. Oh Gott. Das lässt sich halt kaum noch lenken, das Auto. Aber es funktioniert. So fahre ich freitags, würde ich freitags nach Hause fahren, Marco, wenn ich weiß, es gibt frisch Essen. Wenn es Hähnchen gibt. Natürlich. What? Was war das denn? Das weiß ich nicht. Angst. Oh, Wasserfall! Nicht reinfahren. Wuhu! Vertrau mir. Ich kenne den Weg. Nicht. Alter Schwede. Das sind halt krasse Sounds hier, ne? Das ist schon eine Buggy-Fahrt hier. Ich finde das lustig. Aber was ist das für ein Sound? Ich hab Angst. Keine Ahnung. Chris Wortwitz. Buggy-Fahrt. Doppeldeutig. Ich war mir echt verstanden. Unsicher, was du meinst. Also eigentlich wollte ich sagen, eine buggige Fahrt, also eine verbuggte Fahrt. Und dann, es gibt ja auch ein Buggy, ja? Genau, ich dachte, du meinst das. Kofferraum? Ach, das ist der Kofferraum, interessant. Ich hab einen gekillt, Marco, ich hab einen gekillt. Ja, ich hab's Blitzlichtgewitter gesehen. Ja, ja, da hat's gerade geblitzt. Bin echt? Nein. Schade. Oh, das ist der Chat. Eigentlich wollte ich die Taschenlampe. Hi. So, jetzt sollte ich noch wissen, wie ich den Chat ausmache. Ja, der blendet sich weg. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Gut. Irgendwann. Hoffe ich. Ja. Irgendwann. Oh, ich habe eine Beanie. Hallo. Mütze gefunden. Kontakt. Ich habe einen Kinderkontakt. Ein Tinderkontakt. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, du hast einen Pimmel oder so. Was? Nein. Das hat mich so angehört. Das wollte ich niemals im Stream sagen. Das Spiel ist ab 18. Da brauchst du deine Zunge nicht so hüten. Aha, okay. Aber dennoch Anstand zeigen, Marco. Verstärkung rückt an. Das haben wir jetzt davon, von so Aussagen. Ja. Achso, warte mal. Deck mich. Ey, ich wollte das Schloss aufschießen. Wo sind denn die? Achso, wir müssen mit dem reden. Ah, hallo. Was ist das hier für einer? Hallo. Stehen bleiben. Das ist nur eine Geisel, die ich gerade befreit habe. Ach! Ja, die könnte uns auch helfen. Oh, geschützt, Marco. Ja, ich sehe es. Die labern von allen Ecken und man weiß gar nicht, von wo wirklich. Jetzt ich weiß nicht, wie ich die Sachen unten durchswitche. Ich habe eine Mine gelegt. Ich habe gar keine Granaten mehr. Auch nicht schlecht. Zurückziehen, Marco, zurückziehen. Gott, ey, ich werde von allen Seiten beschossen. So. Okay. Ich bin. Wieso bin ich down? Wenn man dich getroffen hat. Keine Ahnung. Das ist aber echt komisch. Ich fall dann einfach um und krieg gar keine. Ja, kein Feedback, dass ich getroffen wurde. Jetzt hat's aber gerumst hier. Ja, das war eine Granate. Ah. Ah, du musst einfach ins rote Licht schießen. Achtung, ich bin down. Alter, ne? Hä? Änder mal was an deinem Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, das kann nur daran liegen. Ja, guck mal, wie viel du getroffen wirst, ey. Ja, sage ich ja. Und ich bin erstmal leicht verletzt. So. Junge. Feierabend. Das ist doch nicht mehr normal. Jetzt, was hat's damit jetzt auf sich? Womit? Diesem Kreuz.
musst reden. Mit dem gleich reden. Ach, da ist ein Scharfschütze irgendwo. Ja gut, wir sind auch noch im Kampf. Wo ist denn der scheiß Scharfschütze? Geh mal ins Visier, Marco. Bin schon auf dem Weg dahin. Oh, da links. Gefährlicher Mülleimer-Roboter. Ja, ja. Ja, von nice. Wo werde ich denn getroffen? Den einen habe ich, da fliegt noch irgendwo eine Drohne rum. Okay, den habe ich auch. So, einen haben wir noch und der muss irgendwo, wahrscheinlich hinter der Mauer, oder? Da sind noch ein paar, echt. Drin sind auch noch ein paar. Okay, dann müssen wir da noch rein. Kiste. Zu das spät. Muss ich erschießen. Bitte nicht. Bitte, geh an die Kiste. Oh. Ich hab dich erschossen. Ich hab dich erschossen, bevor du mich erschossen hast. Der Schuss ist an meiner Haut abgeprallt. Aha, Elefantenhaut, wa? Ja. Ich geh mal hier hoch. Oh, da ist ein Scharfschütze. Junge, das war knapp. Oh nein, wieso springt er denn hier runter? Was hast du gesagt? Auf den roten Lichtring, oder was? Ja, bei den großen Geschützen habe ich das gemacht. Okay. Ah, wir müssen sowieso darüber, sehe ich gerade. Ja, dann ist das ja ganz gut, ne? Müssen wir das? Ja. Soll ich zurückziehen? Boah, krass, ey. Kannst mal also, auf die Mine. Wie viel hält der aus? Hallo? Deck mich, lass den hochkommen. Komm rüber. Okay, auch wenn ich die Mine nicht mehr hab, dann geht das nicht. What the fuck? Das war ich. Scheiße. Ich hab gedacht, ich krieg damit vielleicht die Gegner noch mit. Nee, die hab ich schon erledigt. Also. Sag mal. Jetzt ist er ja tot. Stufe 11. Wir müssen mit dem anderen auf jeden Fall noch sprechen, Marco. Das geht so. Mit wem? Mit dem Typen da oben müssen wir noch sprechen. Ups. So. Nee, ich will nicht. Stimmt. Ganz normal. Was ist hier los? Wo? Hallo, ihr seid doch nicht gefangen. Ah! Okay, Einsatz abgeschlossen. Das hier sind die letzten Flüchtlinge gewesen. Weißt du, weil ich mache jetzt einfach Sturmsoldat. Das lerne ich jetzt. So, was soll ich denn machen? Mach doch dasselbe. Nö, das ist blöd. Zweimal das Gleiche. Nee. Ich habe jetzt übrigens einen Fallschirm. Also ich glaube, ich muss mir eh noch ein bisschen mehr mit dem Spiel auseinandersetzen und auch mal privat spielen, dass ich weiß, wo die Dinge sind und wie das hier alles funktioniert. Das ist halt doch ja, relativ überladen, finde ich, so ein bisschen. Ich sage ja unübersichtlich. Aber wir müssen uns die Sachen gemeinsam aneignen, Marco. Gemeinsam. Nur du und ich. Das spielen wir doch zusammen. Was bist du nochmal? Sturm, Feld. Ja, Sturm. Mach das doch einfach auch. Verschwinden Sie hinter einer Rauchwolke. Hier ist ein Typ zum Besprechen. Oh, hallo. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ich rede mal mit dem. Ja. Das ist wieder eins ihrer Spielchen, oder? Iza Herzog, Königin der Kranken. Sagen Sie ihr, dass ich die Schnauze voll habe. Ja, sagen Sie ihr das. Behalten Sie den Kopf unten und folgen Sie mir. Okay. Oh nein. Ich kenne einen Ort. Wow, ich kenne ja auch einen Ort. Super. Komm, Manu. Ich habe einen Helikopter gesichtet. Lalilu. Ich habe einen Helikopter gesichtet im Nu. Deswegen lauf schnell zu. Sonst werde ich ganz konfus.
Person führen. Nein, Marco, das ist meine Person. Ich führe die Person. Komm, lauf zu. Dann hole ich mir eben eine andere Person. Oh, meinen eigenen Freund mit. Hallo, der läuft nicht jetzt. Oh. Ach so, wenn man sprintet, lässt er die Leichen fallen. Hm. Bin beim Helikopter gleich. Mhm. Eigentlich können wir hier unten warten, bis du uns abholst, oder? Nö, also ich flieg da nicht runter zu dir. Ja, lass uns da noch den einen mitnehmen. Dann mach das. Der, wo dann in dem Kabuff drin ist. Ich hol mir mal gerade die super coole blaue Kiste da oben. Lüg doch nicht, Junge. Ich hol mir da echt eine gerade. Was laberst du? Da ist auch noch ein Gegner. Ich muss aufpassen. Aufpasse. Die ist doch eine blau. Doch. Du bist blau. Und ich bin schlau. Dass sowas kommt, hast du doch gewusst, oder? Oh Gott. Du bist getroffen, du bist tot, mein Freund. Tot. Warum ist da ein Schloss dran? Wieder direkt da zurückziehen, ohne dass ich groß getroffen wurde. Hey, kein Grund zur Sorge. Oh, scheiße, das ist ein neuer Nebeneinsatz. Das wollte ich nicht. Kommst du? Hallo. Marco. Hä? Ich brauche deine Hilfe. Schnell. Marco. Wie geht denn das? Moment, ich kann mit dem reden, kann mich nicht bewegen, kann nichts machen und dann muss ich die rechte Maustaste drücken, um Stopp zu machen. Was ist das? Dann stoppst du einfach nur die Konversation. Ja, aber der spricht ja nichts. Ja, hast einen Fehler entdeckt. Hä? Und die Kiste, die haben wir doch vorhin ausgeräumt. Die ist wieder zu. Ja. Und es ist wieder eine Waffe drin. Oh Mann. Vielleicht waren wir zu weit weg. Ja, aber das ist doch doof. Wenn du eine Kiste aufmachst, du gehst 300 Meter weiter weg, gehst wieder zurück und dann ist derselbe Inhalt wieder drin. Wozu? Ja, weiß ich nicht. Wenn er immer dasselbe ist, warum gehen wir dann nicht voll krass ins krasse Gebiet der Krassen? Und verschrotten dann die ganzen Waffen, bauen uns da ein exquisites Ding zusammen und ja, warum nicht? Ich hab ein schönes Ding. Ich hab eine blaue Waffe gefunden. Eine blaue Waffe. Doch, eine, was war's? Eine M16A1? Nee, ey, wo zum? Ums. M4A1. Bist du schon in diesem Hangar da drin, oder? Ja. Oh ja. Die blaue Kiste. Oh, oder ich bin voll gegen die Glasscheibe gerannt. Ich bin tot. Nicht Spaß. So. Ach, blaue Kiste. Jetzt verstehe ich, warum du sagst blau. Die Kiste ist blau. Oh, ein Bauplan für eine AK-74. Oh. Eine Blaupause. Ich bin auch gegen die Wand gelaufen. Scheiße. Oh, warte ins mal. Ins Glas. Was machst du? So. Ghost Recon Breakpoint ist doch auf Survival ausgelegt. Kann das sein, dass du dich nur heilen kannst, wenn du schwer verletzt bist? Aber du kannst dir einen Wundverband durch die ganzen Hausmittel anlegen und das Humpeln quasi mit ätherischem Zeug wegbinden. Wie denn? Weiß ich nicht, das ist nur mal so eine Theorie. Weil du hast das ja auch in deinem auch. Inventar, so wie bei The Forest irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Ringelblume und Aloe Vera. Ja. Ich weiß halt nicht, wie man switcht, ne, die Sachen. Das ist das halt, das Problem. Warte mal, wir gucken mal gerade. Hey, wo war denn das gerade? Ich hab doch da gerade gesehen, was ich da hatte. Ein Kräuter. Schulter wechseln, interagieren, Beamer, Kleider, Arena, Wasser nachfüllen, verhören, hacken, Bewaffnung öffnen. Das ist ein Charakter-Smith. Drück mal K. Ah. Und? Das ist der Shop oder was? Nee. K. Das ist bei mir das Aussehen. What?
Okay. Rucksack. Ich hatte doch da gerade eben die ganzen Pflanzen gesehen. Ja, egal. Ist wahrscheinlich Charakterschmiede, genau. Dann lass uns erstmal den Typen schnell wegbringen. Ja. Gucken wir nachher mal. Kann ich gar nicht runterspringen? Kann ich hier runterspringen? Nein, kann ich da? Nein, kann ich nicht. Okay, wir treffen uns hier unten beim Helikopter. Ich nehme noch die Daten mit. Ach, die habe ich da gelassen. Walkers E-Mail an Herzog. Biografie, okay. Jo. La, 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 la. Wie findest du eigentlich die Stimme von unserem Nomad? Von unserem Hauptcharakter, den wir spielen? Normal. Also ich finde die echt super. Finde die echt sympathisch. Ach so, meinst du das? Ach so, ja. Ich will mal im Helikopter, ne? Und ich habe mich verlaufen. Ach komm, dann fliege ich da eben gerade rein. Ich weiß nicht, ob es hier ein Dach gibt. Also, okay, du musst die Treppe runter und dann zu mir. Ah ja, hier ist die Treppe. Okay. Und dann geht's da, glaub, wieder rauswärts. Marco, ich bin da. Scheiße. Ich hab's durchgezogen. Oh, warte. Passagier, bin an Bord. Ja, der Typ muss auch. Der wurde erkniet. Ja. Weiß nicht, manchmal fliegen die gar nicht mit. Warte mal, ich schnapp ich den mir nochmal. Ich hol den mal und steig mal selber ein. Warte mal, ich hol den mal mit und steig mal ein. Komm mal, hier ist noch eine... Kann ich nicht mitnehmen, oder? Komm du mal rein. Der Helikopter ist auch so leise, ne? Jetzt steig ein, komm, sperr dich. Bevor ich abstürze. Bist doch schon. Oh nein. Hallo. Bist du drin? Jetzt! So, jetzt Feinarbeit. Scheiße. Okay, geschafft. Oh, perfekt, oh, perfekt. Nice. Da sind noch Flugkünste. Fast gestorben bei diesem Flugkunst. Landen. Perfekt. Danke. Perf erst. Schneller landen kann man nicht. Nee. Diese, aha, ich hab sogar direkt super recycelt. Ja. Schön. Okay, dann komm, hier ist, glaube ich, ein Video. Ach, da bist du ja sogar. Dann öffnen. Und Ruhe. Nein! Hey, ich gehöre wirklich nicht zu Sentinel. Mein Name ist Nomad. Jay Skell schickt mich. Wir wollen einen Teil der Überwachungsdrohnen ausschalten. Die Hintertür. Sie will, dass wir die Hintertür schließen. Ja. Gehören Sie zu diesem Computersicherheitsteam? Sie arbeiten wirklich mit Jace? Na, sagen wir haben dieselben Ziele. Sie haben ja keine Ahnung, was diese südafrikanische Irre den Menschen antut, damit sie arbeiten. Damit sie tun, was sie tun sollen und denken, was sie denken sollen. Oder auch nur, um ein Geständnis zu bekommen. Ich kannte Leute, die von ihr beeindruckt waren. So. Wo ist Fat Zabi? Ich bin nicht du Nam. Wo ist Fat Zabi? Was soll das, Vaughn? Das geht ja seit Tagen so. Willst du immer nur reden oder machst du auch mal irgendwas? Naja, Waterboarding funktioniert nicht, also. Keine Ahnung, was ich tun soll. Du weißt nicht, was du tun sollst. Na komm! Verdammt nochmal, Mann. Ach, lass ihn doch. Knochenbrechen ist illegal. Zabi Kojast. Das Teil, das sie die Büchse der Pandora nennen.
Bitte! Fleisch ist fertig. Dann wollen wir mal essen. Hey, du weißt, dass sowas gar nicht geht. Pff, fick dich. Bist du jetzt weich oder was? Was ist legal, was nicht? Scheiße, das ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert wäre, wenn das ein Profi gemacht hätte. Früher haben wir mit dieser knallharten Blondine aus Südafrika zusammengearbeitet. Die liebte Foltern. Hat ihr Spaß gemacht. Und eins sage ich dir, die bekam Antworten. Bowman! Das war eine Aussage, glaub ich mal. Das scheiß Papasöhnchen Vaughn. Macht alles genau nach Lehrbuch, spielt hier den dicken Bürohengst. Willst du wirklich mit so einem Scheißkerl arbeiten? Hättest du nicht lieber einen kompetenten Profi in deiner Ecke? Tja, da haben wir ja was geschafft. Ich will meins Medium Rare. Ups. Hast du ein Problem? Ihr wurdet mir zugeteilt. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass der den jetzt absticht. Ich bin mal ehrlich zu dir, Vaughn. Wir sind deine Babysitter. Du hast uns gar nichts zu sagen. Geh uns lieber aus dem Weg. Oder du wirst es bereuen. Das kommt vielleicht noch. Ein paar Leute, die ich früher mal kannte, waren bereit, für so eine Frau zu arbeiten. Wie heißen Sie? Carl. Ich heiße Carl. Carl? Ich muss in dieses Gefängnis und den Rest Ihres Teams retten. Unmöglich. Das war früher mal ein Schutzraum für den Fall von Naturkatastrophen. Das ist besser geschützt als Fort Knox. Wer kann mich reinbringen? Ich weiß nicht. Ich habe gehört, wie sich diese Soldaten beschwert haben. Der Chef dieser Einrichtung lässt es sich in Antares gut gehen. Das war so eine Art Urlaubsort für Skelltech-Angestellte. Der wird nicht reden. Wenn ich seine Adresse rausfinde, kann ich ja mal höflich fragen. Danke. Moment. Der Code für die Zellen. Nur Herzog und ihr, der Typ, der ihr hilft, nur sie kennen den Code. Sie ist immer im Gefängnis, aber Sergeant Kent... Die Soldaten meinten, er geht zu seinem Stammaußenposten. Sie hören viel. Wenn man sie in diese kleine Kiste steckt, sind sie schon froh, wenn sie nicht verprügelt werden. Sie reden nicht, aber sie hören alles. Danke. Können Sie irgendwo unterkommen? Nach Hause können Sie nicht. Ich habe Freunde in der Nähe. Mikrofon aktiviert. Alles klar. Hallo? Hallo. Machen wir jetzt auch, ne, Marco? Grillen und foltern. Ja, ja. Es gibt doch nichts über ein verpixeltes Steak, oder? Das sah jetzt nicht so gestochen scharf aus. Ja, es ist so ein komisches Problem, was ich hier feststellen musste bei manchen Sachen. Ein selbstbewusster Mann. Und wir sind jetzt auch so selbstbewusst, dass wir die Folge beenden mit einer Überlänge von, um Gottes Willen, 8 Minuten 36 Sekunden. Wollten wir nicht eigentlich eine halbe Stunde gemacht haben? Ist ja auch egal. Keine Ahnung, wir sind immer zwischen einer halben Stunde und 20 Minuten gependelt. Ja, das ist aber auch okay. Ach ja. Was ist da gerade passiert? Gut, dann bedanken wir uns fürs Einschalten. Und ja, Marco, möchtest du noch etwas loswerden? Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Genau dieselbe Message wie von Chris, nur anders formuliert. Und hoffentlich seid ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei, damit wir endlich mal dem Walker einen Arschtritt verpassen können. Jo, dann vielen Dank für das Zusehen in dieser Folge. ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.